Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute zeige ich euch Freddys und meins improvisiertes Counterfly Deck. Was heißt improvisiert? Und zwar ist es so, dass wir letzten Donnerstag gestreamt hatten. Wir haben halt eigentlich das Celestia Slayer Deck irgendwie vorstellen wollen, aber während des Spielens haben wir irgendwie so gar keine Lust auf das Deck gehabt und haben gesehen, dass ein Gegner Flying Deck gespielt hat. Das war aber allerdings Mono-Weiß und dann haben wir uns gedacht, ja, warum eigentlich nicht auch so? Einfach, weil er halt so also eine bestimmte Karte, auf die ich gleich eingehen werde, gespielt hat und es halt sofort ausgelöscht hat. Dann haben wir uns gedacht, so, ja, warum bauen wir das Deck nicht eben? Ne? Und dann haben wir es ein bisschen gebaut, ein bisschen getestet und sind halt jetzt aktuell zu diesem Ergebnis gekommen, was wir euch jetzt hier präsentieren. Es ist tatsächlich ein Flying Aggro Deck, oder zumindest versuchen wir das auf jeden Fall und funktioniert auch in den meisten Fällen. So wie es bei Aggro Decks ist, entweder es klappt oder es klappt halt nicht. haben aber die Möglichkeit auch noch aufzubauen und den Gegner tatsächlich auch einen Ticken zu verlangsamen. Gehen wir durch die Deckliste. Also im Prinzip geht es in dem Deck darum, dass wir halt ganz viele fliegende Kreaturen spielen und dann mit allen angreifen. Der Gegner hat im Idealfall keine fliegenden und kann diese nicht blocken, oder wenn er die blockt, sterben seine Kreaturen, weil unsere Kreaturen so stark sind. Genau, das heißt, wir spielen dementsprechend viele One-Dropper. Und zwar fangen wir an mit der Fairy Guide Mother. Die ist eine 1-1er weiße fliegende Kreatur, die einen Mana kostet. Und wir können noch ihre linke Seite, die Hexerei, vornutzen. Und zwar geben wir eine Kreatur +2/+1 und fliegen. Das heißt, im Idealfall ist es so, dass man vielleicht ein bisschen den Value halt nutzt. Das heißt, man spielt eine fliegende Kreatur und bevor man die Fairy Guide Mother als Kreatur spielt, nutzen wir auch nochmal den Zauber für 2 Mana, um einfach mehr Schaden zu machen für die eine Runde, weil rauskriegen tun wir die eh super einfach und schnell, wenn wir nachher genug Mana haben. Dann 4-mal den Healer Hawk, brauche ich nicht viel zu sagen, 1-1er fliegend für 1 Mana und hat Lebensverknüpfung. Dann Royal Pegasus, auf diese Karte sind wir tatsächlich gestoßen, die hat der Gegner einmal gespielt, haben gesagt, die könnten auch anpacken, weil die eigentlich ein guter Beatstick ist für 1 Mana, 2-1, hat allerdings, ist auch fliegend, hat allerdings den Nachteil, dass er nur alleine, also dass sie nicht alleine blocken und nicht alleine angreifen kann. Das heißt, es muss immer jemand anders dabei sein. Ist trotzdem gut, weil wir halt hier sowieso ganz viele Kreaturen spielen, mit allen angreifen wollen. Das heißt, der wird dann natürlich nochmal ordentlich stärker. Dann 3-mal Fairy Miscreant oder Miscreant. Ich sage es auf Französisch. Fairy Miscreant. 1-1er fliegend auch für einen Mana und im Prinzip hat die so ein bisschen Cardio, also wenn wir die mehrmals spielen, also sag ich mal, wenn wir die spielen und bereits schon ein Fairy Miscreant auf dem Feld liegt, können wir eine Karte ziehen. Das ist halt ganz praktisch, dass wir den Cardio brauchen, auf jeden Fall nochmal den Spectral Sailor, auch ein Mana, 1-1 fliegend. Können wir sogar flashen, das ist ganz gut, wenn wir den First Turn haben, dass wir einfach nur Mana spielen, nichts machen und der Gegner ist dann spielt nur Mana, wir flashen den, können in der nächsten Runde direkt angreifen. Ohne die Gefahr zu laufen, dass unsere Kreatur sofort eventuell zerstört wird. Hat natürlich noch für das Mittel- und Late-Game natürlich noch eine gute Fähigkeit, dass wir halt eine Karte ziehen können für 4 Mana. Genau, zweimal Opt, um schnell unsere Sachen zusammenzuziehen. Wir müssen halt Druck aufbauen und schnell halt Kreaturen raushauen. Dann einmal Hypnotic Sprite. Da haben wir uns gedacht, für 2 Mana eine 2-1er fliegende, aber für 3 Mana ist es halt ein relativ günstiger Konter. Dann können wir so kleine Sachen halt kontern. Kleine Zauber, sowas wie Combat Tricks zum Beispiel, Rimrod Knight oder Prison Realm, ne, um die unsere Kreaturen halt weghauen wollen. Genau, und man kann die halt doppelt nutzen, weil es halt auch ein Flieger ist. Dann als nächster Konter ist hier drin Duhovins Veto. Das wollte der Freddy, der wollte natürlich so ein bisschen Controlly reinmachen, was ich auch verstehen kann, weil er gerne Control spielt. Ist so eine besondere Karte, um auch um halt bestimmte Sachen zu kontern. Wir können halt für 2 Mal einen Nicht-Kreaturen-Zauber kontern und das kann nicht gekontert werden. Das heißt, damit könnten wir beispielsweise Boardwipes aus dem Weg räumen. Ne, wir bauen unser Feld gerade auf und dann würde der Gegner ein Boardwipe spielen, dann wären wir nicht mehr im Spiel und haben quasi verloren. Das heißt, wir müssen mit diesen Kontern halt vehement schützen, was wir haben. Es ist natürlich schwer, mit Kontern halt immer den richtigen Zeitpunkt abzuschätzen, weil man auch nicht weiß, was der Gegner wohl spielt. Das heißt, manchmal ist ja schon so dieser Zwang oder man will halt was kontern, ne? Und dann kontert man halt irgendeine Karte, die beispielsweise nur eine Kreatur aus dem Spiel nimmt und danach spielt er ein Boardwipe. Das heißt, da muss man schon echt immer manchmal sich zurückhalten und sagen, okay, ich spiele das jetzt. Ne? Genau.
dann auch eine, halt die Schlüsselkarte, um zu gewinnen. Rally of Wings, wir können alle unsere Kreaturen ertappen, die erhalten +2/+2 und fliegen bis zum Ende des Zuges. Das heißt, wir greifen mit allen Fliegen an und spielen die dann direkt. Das heißt, die werden enttappt, greifen natürlich noch an, werden alle super stark und dann haben wir den Gegner aus dem Leben. Und wenn nicht, haben wir dann immer noch alle Kreaturen da zum Blocken. Oder man kann die beispielsweise noch im Nachgang tappen, weil wir jetzt zweimal Conclave spielen. Die kennt ihr mittlerweile auch schon von unseren Decks oder auch schon generell. 4 Mana und wir können eine permanente Karte halt ins Exil schicken. Und wir können halt diese Convoke-Fähigkeit nutzen, das heißt, statt Mana zu bezahlen, können wir die entsprechenden Kreaturen tappen einfach. Und in einem Deck, wo wir viele Kreaturen halt so schnell wie möglich raus haben, ist das ganz gut möglich. Das heißt, wir können halt einmal angreifen, viel Schaden machen, danach im Nachgang nochmal Conclave spielen, die Kreaturen nochmal tappen. Und halt noch was Wichtiges aus dem Weg räumen, beispielsweise eine Fires of Invention als Beispiel, sag ich mal. Oder ein Hexenofen oder was auch immer. Genau, dann spielen wir einfach nochmal, um alle Flieger nochmal dazu, sich nochmal stärker zu machen, den Empyrean Eagle. Damit können wir all unseren Fliegern +1/+1 geben. So, wenn der mehrmals auf dem Feld ist, ist es auch gut. Kostet auch nur 3 Mana für 2/3, ist also wirklich eine gute Karte. Dann einmal zum Beimischen, damit wir auch ein bisschen mehr ziehen können. Winged Words ist nur eine Hexerei, können wir also nur in unserem Zug spielen. Aber wenn wir One-Dropper Nachgang spielen und genug Mana haben, ist das jetzt nicht unbedingt das Schlimmste, weil die Zauber sind halt alle günstig. Und damit können wir, die kostet ein weniger, wenn wir eine Fliegende kontrollieren, zufälligerweise, und ziehen halt 2 Karten. Das ist halt ganz praktisch. Genau, dann als Zauber neben Conclave, also haben wir noch Deephose und Deplore, haben uns gedacht, weil wir damit entweder eine Kreatur tappen können vom Gegner und auch nochmal eine Karte ziehen, das heißt nochmal zusätzliche Karte. Und hierbei ist es natürlich auch egal, welche Farbe wir haben. Wenn wir kein weißes Mana haben, spielen wir einfach für blau, oder wenn wir kein blaues haben, spielen wir für weiß. Und für 4 Mana nochmal halt, um schneller die Fliegen aufzubauen, ist halt spontan Zauber, wenn wir ein paar Fliegende haben, sag ich mal 2 vielleicht. Und dann spielen wir am Ende des Zuges, der Gegner haut unsere Fliegende nicht weg, greift vielleicht an, wir lassen es durch. Wenn wir genug Lebenspunkte haben, dann können wir im Nachgang Deploy spielen. Das heißt, wir kriegen 2-1-1 farblose Top-Da-Spielsteine, die fliegend haben. Und diese Karte haben wir im Prinzip drin, um das zu beschleunigen, dass wir halt Zephara Skyblade spielen können. Die ist halt richtig gut, kostet 7 Mana, hat aber die Fähigkeit, wenn wir 4 Fliegende kontrollieren, müssen wir nur ein weißes Mana tappen und diese 4 fliegenden Kreaturen, und dann können wir sie direkt spielen. So, und die hat fliegend Lebensverknüpfung und alle anderen fliegenden Kreaturen sind unzerstörbar. Und sie selbst ist schon stark. Das heißt, kann auch nicht so schnell mit einem monoroten Zauber rausgehauen werden, müssen schon mehr halt investiert werden. Klar, es kann immer gekontert werden, die kann einfach zerstört werden. Aber in der Regel sind wir dann halt schon in einer guten Situation, weil der Gegner kann nicht alles von uns zerstören halt, ne? Beispielsweise ist es oft vor, dass die beispielsweise die Karte dann lieber zerstören wollen, weil die halt alle anderen verstärkt. Und sie jetzt zwar 7-7, kann man gegebenenfalls blocken. Aber ich, genau, also ich würde tatsächlich auch empfehlen, nur mit ihr anzugreifen, wenn wir wirklich im Finisher-Modus sind. Oder vielleicht, also naja, man kann nicht immer mit ihr angreifen, weil sie halt Lebensverknüpfung hat. Das hat uns schon gerettet, dass wir wenig Lebenspunkte haben und trotzdem mit allen angegriffen. Der Gegner hat überlegt, aber einfach durch die 7-7 oder wenn Empyrean Eagle auf dem Feld ist, 8-8, wenn 2 liegen, 9-9, Lebensverknüpfung ist schon hart für den Gegner. Also da, das ist schon übel für den. Und das heißt, so Boardwipes wie füge allen 3 Schadenspunkte oder so, hier Defending Clarion oder was weiß ich was, funktioniert halt nicht, ne? Das ist halt schon ganz praktisch. Genau, und dann haben wir noch, genau, als Mana haben wir Ebenen 9 Stück, dann zweimal Castle Ventress, dass wir den 4 Mana Effekt nutzen können, um nochmal Hellsicht 2 anzuwenden, dann 7 Inseln und 4-mal Hallowed Fountain. Genau, das ist das ganze Deck, simple Strategie. Und ja, natürlich kann man auch theoretisch zu sagen, statt Konter spiele ich noch ein paar Removals. Das heißt, man könnte mal einen Conclave dazu packen, aber es ist halt, wir hätten vorher mehr Conclaves auch drin gehabt. Ist uns aber halt, haben wir dann im Nachgang geändert, weil das halt uns zu langsam gemacht hat, ne? Weil dann haben wir gesagt, wir investieren lieber mehr in Karten und günstige Konter zum Beispiel. Theoretisch könnte man sagen, okay, statt Conclave spiele ich einfach direkt noch mehr Konter. Also kann man ja machen, wie man möchte. Und die Verteilung der Kreaturen ändert man, sagt, okay, ich brauche nicht unbedingt Fairy Miss Creon. Also wir haben nach Fliegenden geguckt, da gibt es ja nicht so super viel Auswahl, die One-Dropper 1-1 sind. Statt einem Fairy Miss Creon spiele ich doch lieber mehr auf den Spectral Sailor ein mehr. Oder ich sage, ich nehme einen Spectral Sailor raus und spiele mal Fairy Miss Creon, damit die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Karte C höher ist. Aber da seine Fähigkeit ganz gut ist, haben wir gesagt, machen wir eine Mischung aus beiden. Pegasus reicht dreimal, finde ich, weil wenn wir den, ne, wenn der halt allein ist, kann der halt nichts, ne? Deswegen ist es dann so ein bisschen konstanter auf jeden Fall. Genau, viel Spaß mit dem Video. Ein Teil ist halt noch von unserem Stream, als wir das Deck dann gebaut haben und dann getestet haben, und dann habe ich nochmal ein paar Matches alleine gemacht. Ja, gönnt euch
den Counterfly. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh. Ja gut, aber wir haben eine... Ja, gut. One-Drop haben wir schon. Nur einen One-Dropper halt, ne? Aber egal, wir haben ja einen Kontern. Ja, können wir... Kontern, ja, ist... Rot, super. Ja, natürlich, was denkst du denn? Ja, dann, wir können ja nicht auch flashen können. Der ist geflasht. Der ist geflasht in unserem Gegner. Zug. Der Gegner ist geflasht davon, warum wir das getan haben. Also spiele ich meinen Schock. Also okay, aus. Schock. Ja, nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es doch kein... Ich meine, er hat im ersten Zug nichts gespielt, ne? Also, vielleicht ist es auch ein... Oh, okay. Vielleicht ist es auch ein... Wir... Dovins Veto behalten wir jetzt offen. Wir hätten das auch gerne, ja. Wir greifen auf jeden Fall an. Nächste Runde kommen auf jeden Fall, dann, wenn wir was gekontert haben, ja. Können wir den Eagle da spielen. Jo. Und haben wir noch was offen und dann können wir halt, ja, je nachdem, was er jetzt spielt. Wenn noch eins davon spielt, kommt, dann wäre es auf jeden Fall... Oh. Auf uns kann das ruhig machen. Wahrscheinlich will er jetzt hier Light of the Stage spielen, das kontern wir sofort. Auf jeden Fall. Kontern hier. Kontern! Ich hasse Kontern. Ich liebe also, Kontern. Ja, er dann einmal, ne? Ich weiß, so. Dass du Kontern liebst. Jetzt ist er wieder richtig wach, ne? Jetzt hat er noch einen Light of the Stage, da musste der. Okay. Dann kann es Mau bei ihm. Was ist er? Wie viel ist der? Hat der wie viel? Hat der 3-3? 2-3, dann ist sogar Bomben schon bringt dir nichts. Richtig übel, Damage. Damage und jetzt! Smack a row in the face! Gut. Ja, komm, spiel was. Ich weiß auch schon, wie wir das Deck nennen. Konterflug. Konterflug? Konterflug ist gut, ne? Jetzt muss er aber mehrere Sachen aufwenden, um ihn zu zerschießen. Oder jetzt schießen Bonkosch auf den 2 jetzt. Okay. Ja, ja. Okay. Was soll er machen? Kann ich nicht mehr spielen. Boah, Alter. Wir können jetzt Conclave auf den Calamity spielen. Oder spielen wir den spielen nochmal den, machen einfach. An. 3. Ja, ja, ja. Why not? Dann geben die sich beide 1-1, sind bei 4-4. Das heißt, der braucht schon was ja, Stärkeres. Auf jeden Fall, hau raus. Und dann knicken wir für 3 rein. Oh, das gefällt mir schon besser. Das ist schon ein bisschen flüssiger. Gut. Dann aktualisieren wir gleich mal die Deckliste. Ja. Weil jetzt haben wir noch Weenie White CSL drin und jetzt sind wir das gleich Konterflug. Also ich glaube, so mit dieser Mischung ist es tatsächlich ein bisschen aggressiver und tatsächlich schön flüssiger einfach. Und wir können haben Card Draw drin. Das hat mir so halt ja. Bei dem Mono White. Ne, ja, okay. Dann hauen wir den auf jeden Fall raus mit. Ja, oder. Oh, warte mal. Wir greifen an. Ne, der macht ja nichts. Dann wird er schon nicht blocken. Wir können halt Healerhawk spielen. Aber wenn er angreift, kriegst du ihm auf jeden Fall 4, ne? Wir nehmen ihn jetzt raus, ballern mit 3, 6 durch, würde ja, okay. Ich sagen, oder? Machen wir so. Richtig aggressiv hier. Ja, mach Autopay dann, dann Auto-Pay. Geht das. Du machst gar nichts mehr. Wir hätten auch das wegnehmen können, theoretisch. Aber egal, brauchen wir nicht. Ja, aber können wir immer schön durchsmacken mit Flying. Ja, ja, weil er immer angreift, ne? Ja, okay. So. Und nächste Runde spielen wenn er jetzt macht. Rally of Wings, dann ist er tot. Ja, genau. Richtig gut, ey. 2 Handkarten noch. Ja, er macht sich echt seine Willens echt Schaden drücken. Ja, okay, ist vorbei. Ciao. Aber gegen Mono Rot, ey, das ist richtig mir, gut, Alter. Ey. Das ist schon, das ist schon spaßig. Mir. Was macht er jetzt noch? Jetzt hat er wahrscheinlich einen Bonecrusher oder noch einen. Schock! Leider, ja, okay. Ein Mann hat er noch. Hat er eins gespielt? Eins kann er spielen. Spielt ihn nicht. Kann er ja nicht. Kann er nicht spielen. Doch, kann er nicht. Ha! Ja, ist okay, vorbei. Dann spiel ich Ventress. Ventress. Hello. Und dann greifen wir mit allen einfach an. Wenn ihr weitermacht, Überraschung. Erst angreifen. Überraschung. All attack. Und dann greifst du ihn an. Two attackers. So, und jetzt genau. Gib ihm ein good game. So schnell. Gib ihm ein good game. Endlich ein Sieg. Jawoll. Dann werde ich jetzt hier einmal ganz kurz unser Decklist aktuell. Das ist schon besser. Das funktioniert das auf jeden Fall viel, viel, viel besser. Viel, viel besser, muss ich auch sagen. Dann werde ich das nämlich jetzt andere Deck. Ich hab's gesagt, einer One-Drop, Two-Drop und Konter. Ja, perfekt. Dann fangen wir mit Fairy Mist. Nee, pass auf. Wir flashen den raus. Im gegnerischen Zug, nicht in unserem Mal, wolltest du sagen, ne? Ja, ja. Oh, jetzt können wir flashen. Oh mein Gott, das kann ich auch. Pass auf, und jetzt spielen wir Mana, greifen erst an. Ja. Und wenn ihr dann was flasht, dann kommt dann wieder das Nice. Also ich gucke mal, was haben wir gemacht. Sagen, wir machen noch gar nichts. Dann würde ich sagen, spielen wir Fairy und Pegasus. Ja, stimmt, können wir auch machen. Nächste Runde können wir schon Ready-Dingens spielen. Und wenn er was dagegen macht, können wir das kontern. Können wir nicht, aber. Nee, aber. Ist trotzdem übel für ihn. Okay, Simic. Simic. Vielleicht hat er auch keinen Fliegenden. Okay. Ja, perfekt. Elemente. Dann können wir jetzt richtig Schaden machen. Dann machen wir jetzt 3, 6, 9 Schaden. Jo. Auf jeden Fall. Und dann tap auf jeden Fall, ja, greif erstmal an, nächste Comet. Und dann guck, dass du, wenn du All Attack machst, ja, drei Attack musst du noch anklicken, dass du jetzt nur weiß
Ja, genau, richtig, perfekt, super. Hast du nochmal nach einem gegnerischen Zug abspielen können. Das gefällt mir. So ist viel besser. Ja, entweder machen wir gleich. Machen wir gleich. Er denkt, und das haben wir noch was auf Hintern. Und dann greifen wir mit allen anderen, wenn er was spielt, kontern wir jetzt einfach. Kein jetzt auf jeden Fall noch Opt. Opt. Konter ist. Kein Mana. Perfekt, super. Opt ist schon viel besser in dem Deck. Sehen wir noch was Geiles. Oh, perfekt. Ja, perfekt. Spielen wir auf jeden Fall. Konter ist, Konter ist, Konter ist, Konter ist. Loser Konter, sonst hat er verloren. Ja. Und jetzt greifen wir mit allen an. Damit ist was, das passt. Nicht so, nur greifen wir mit allen an, wenn er irgendwas macht. Oder spielen jetzt falls so ein Invention Board Wipe. Oh, ja, soll mir egal sein. Wir können doch eh was kontern nächste Runde. Reclamation, ey. Ja, okay. Jetzt zieht zwei Karten, jetzt enttappt er das und wählt sich was vor. Das ist jetzt seine Endphase schon jetzt. Okay, ist er ausgetappt. Oh, spiel Fairy und dann können wir noch eine Karte ziehen und dann haben wir noch was für. Jo. Ja. Ach so, dann ist nicht vorbei. Er hat. Er ist nicht vorbei, er hat aber fast. Fast. Er spielt es ruhig noch und dann greifen wir da an. Und wenn also, er ein Boardwalk spielt, können wir das einfach kontern, so halt, ne? Ja. In seiner Endphase kann er keinen Boardwalk spielen. Ja, lass ihn das machen. Was sucht er denn? Was sucht er denn? Ich denke, er sucht vorher so einen Menschen oder irgendwas. So, jetzt enttappt er alles. Mal gucken, was er macht. Mit einem Lebenspunkt, okay. Ja. Ich bin gespannt, was er macht. Wir brauchen halt eine Kreatur auf dem Feld, nur eine. Okay. Ja, soll er machen? Soll er machen? Und so ein Konter, ey. Ich bin sehr drauf gespannt, ey. Komm schon. Jawohl. Der nächste Jawohl. Sieg. Boah, Alter, wenn es so weiterläuft, wieder, oder? Aber wir haben nur einen Mana. Wir haben nur einen Mana, das können wir nicht machen. Oh, wir können drei was ballern halt, ne? Jede Runde tatsächlich können wir was machen. Da halten wir an. Risk noch fun, komm, wir haben. Wir fangen sogar an, hallo! Ja, ja. Für ein Opt übrig lassen oder für ein. Ich würde sagen, wir spielen direkt. Ja. Wir nehmen Opt, glaube ich, tatsächlich. Ja. Wenn wir ein weißes Mana ziehen, so ist ja gut, ne? Stunt 21 ist kurz ab. Der ist gestunt. Haha. Von unserem Deck. Ja. Okay. Los geht's. Dann beenden wir den Zug und dann opten wir oder flashen, je nachdem, was er macht. 3, 6, 7, 8. Jetzt guckt er ja direkt. Ist er schon wieder weg? Ich glaube, er ist schon wieder weg. Hallo. Hallo, mach was. Gib mir meinen. Hello! Du something. Mono blau. Ja, warte mal. Der wird wahrscheinlich auch opten, so wie wir. Komm! Gib uns Mana! Ja! Wollo. Das nehmen wir natürlich. Und kommen direkt jetzt nicht so Runde 2 ballern. Ja, perfekt. Noch Mana. Perfekt. Zack. Oh, ey. Das hat anscheinend eine laggy Verbindung, oder? Dass er so lange braucht, oder wollte ich den, der wollte sich den durchlesen, so. Hm, was hat der für einen krassen langen Effekt? Also fliegend und Lebensverknüpfung. Also, ich habe gesagt, dass er opt, so wie wir. Nachmacher! So. Okay. Kontert er? Ist mir egal, wir greifen erstmal an. Mana für. Jo, ja, wir greifen erstmal an. Obwohl, warte. Hm? Ne, machen. Ah, okay. Wir greifen das mal an. Ja, der ist eh an der Verzögerung. Also, so wegen Verstärken. Ja, genau. Ich habe Angst, dass er einen Konter hat. Weißt du, dass er jetzt lieber was spielt und wir danach den raushauen? Okay. Ich habe echt Angst, dass er einen Konter hat. Aber wir haben eh zwei Mana, also von daher. Ja, und dann hat er keinen Konter mehr. Und wir haben den halt immer noch. Na, noch nicht, oh, fängt an. Aber egal, jetzt muss er den loswerden auf jeden Fall. Okay, er flasht den ja. Der ist ja nicht mal fliegend. Nichts Fliegendes hier gegen uns, okay. Kommt vielleicht jetzt. Boah, jetzt würde ich auf jeden Fall nächste Runde. Oh ja, auf jeden Fall einmal die Wings fliegen, oder? Oder spielen wir ihn nochmal? Oder spielen wir ihn nochmal? Ja, würde ich sagen. Dann werden die noch stärker, ne? Dann zwingen wir ihn zu kontern. Ja, dann kontert er jetzt und dann wird Rally of Wings, muss er dann halt. Dann kontert er sich so. Dann kann er das nämlich nicht kontern. Das ist nämlich übler, wenn er das kontert, weißt du? Und jetzt. Six. Gut. Und Lifeling, ne? Das muss auch nicht. Wir brauchen noch einen Mana, dann kann er meint, dann ist
theoretisch, wie viel verlieren die? Die kriegen alle plus 2, ne? Sind also genau 12. Richtig? Ja, ja, genau. Wenn wir noch einmal, weil dann kann er es einmal kontern. Und los, und los. Er ist vorbei. Konter das, komm. Konter das! Ist doch nicht möglich. Er kontert das auf jeden Fall. Der Konter ist nicht, hat kein Konter mehr. Ah, ja, okay. Dann spielen wir es nochmal. Und dann sind die doch auch bei... Dann sind die 4, sind die 6, ist genau, passt doch dran, genau. Nee, aber nicht. Wir kriegen die werden ja auch schwächer, ne? Schön, das Rechte, behalten wir das, ne? Behalten wir das, würde ich sagen, erstmal, ja. Ja, das ist ja auf die Hand geben. Ist okay, ist okay, ist okay. Und dann... Next to Damage. Ja. Dann können wir den noch rausflashen. Dann flashen wir den gleich, genau, richtig. Und dann können wir, wenn wir noch einen Mana ziehen, können wir sogar beides machen. Dann spielen wir das und zwingen ihn zu kontern. Und, Aber er muss die wegkriegen, weil sonst ist er auch tot, wenn er die jetzt nicht wegkriegt. Mhm. Wir haben 23 Lebenspunkte, das ist schon eine gute, entspannte Situation. Ja. Abgekackt. Gucken, was er macht. Oh, schade. Oh, wir können ja mit dem Konter kontern, ne? Mit Mana kosten 3 oder weniger. Und meistens sind die Konter doch 3, oder? Ich hatte gerade. Aber dann können wir nicht Rally of Wings spielen, ja, halt, ne? Lass uns an. Nee, lass uns den Vogel spielen. Den wird er dann kontern wollen. Dann kassiert er halt trotzdem 3, geht auf 3. Ja. Kontert er nicht. Ja, okay. Okay, kannst du was auf die Hand zurückgeben? Wir würden dem Ding jetzt auf die Hand. Oder er flasht den halt und kann damit ein. Nee, tut er nicht, hä? Aber der kann doch nicht blocken. Ah, okay, es gibt uns den auf die Hand zurück. Aber trotzdem. Er kassiert 3, okay. Ja, aber er kann es nicht in der nächsten Runde töten. Nee, nicht wirklich. Er kann es jetzt 10 abziehen. Vielleicht spielt er noch ein, zwei Sachen. Dann kann er uns 12 abziehen halt, ne? Komm schon. Ein Mana brauchen wir noch. Ja, noch 2 Flieger, die er flashen kann, ne? Mhm. Aber egal. Dann mach jetzt folgendes. Ja, perfekt. Jawohl. Dann spielen wir den jetzt auf jeden Fall. Ihn hinterher. Konter den. Wir haben noch einen Lifelink mit dem, konter das. Bitte. Aber ist egal, weil er ist ja tot, wenn er den kontert auch. Weil dann kriegt er 3, genau. Ah ja, kontert er. Perfekt. Kann er die für 2 flashen? Nee, kann er nicht. 3 kostet er. Was hat er denn dann noch auf der Hand? Aber er hat keinen Konter mehr auf der Hand, ne? Ja, dann. Ah nein! Scheiß Autotap! Entschuldigung, was ich jetzt sagen muss, aber wir haben... Kein Weißes mehr, Mann. Wir haben kein Weißes mehr. Er ist tot doch jetzt, wenn er nicht... Ja, stimmt, ist recht. Wenn er nichts hat, und ist tot. Ich hab mir gedacht, aber blödes Autotap, so Glück gehabt, weil jetzt hat er so doof getappt, ne? Sagen wir machen Mali, oder? Warum ziehen wir immer die beiden zusammen? Oh, damit können wir auch eine Karte ziehen, Waldi, ne? Waldi. Flashen den Spectral, machen Opt ein bisschen. Dann opten wir aber zuerst, spielen, ne? Eventuell irgendwann mal sie. Die Sache ist aber, die kannst du spielen, indem du fliegende tabs auch. Ach, das ist Cone Dog mit Flying, das ist das Gute. Okay, ja gut. Dann. Ja, flashen wir ihn gleich ein bisschen. Ne? Oder wir machen Opt. Das ist besser in dem Moment auch, ja. Okay, Ghoul. Ghoul mit Innkeeper. Oh mein Gott. Shop. Ja, brauchen wir ihn. Ja, nimm den, ne, und dann können wir. Vielleicht irgendwann Sera. Wir brauchen jetzt so Run-Dropper mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir können Sera spielen. Wir können nicht so runter kriegen. Zweimal den Flashen einfach. Ja. Und danach machen wir das auf jeden Fall. Das wäre nochmal eine. Oh, 4 Mana. Jo, auf jeden Fall. Oh, perfekt. Oh, noch besser. Spiel jetzt weiß. Ja. Ich spiele Healerhawk schon mal. Und dann flashen wir Spectra gleich. Mhm. 2 Runden noch und dann ist Sera da. Er ist direkt da und alle sind unzerstörbar. Ja. Aber gut, er muss sie ja weghauen halt. Aber 7-7 ist 7, halt 7, auch schwer, ne? Lifelink Flying, Vigilance müsste sie noch haben, okay. Ja. Pester Attackers. Läuft an. Lassen wir durch, ne? Mhm. Ich spiele auf jeden Fall den 5-5er jetzt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall die Flyer raus. Und jetzt haut er den raus, okay. Flash! So. Noch ein blaues, würde ich sagen, ne? So, was machen wir jetzt? Nee, jetzt machen wir nach, weil wir. Dann kriegen wir 2 Fliegende noch damit, deswegen behalten wir die nächste Runde, können wir spielen. Dann würde ich sagen, greifen mit beiden einfach an. Jo,
nicht so ohne stecken wir halt 7 ein, aber wir haben ja nachher Lifelink wieder ihn und, raus und. Ja. Oh, es wird gut. Dann nächste, komm, jetzt schon nächste Runde kommt sie. Ein wir Mana, zwei Mana, Seraph. Die 4 Mana bezahlen und haben. Und wir können die Flyer tappen. Ja, ja. Das heißt, ja, nee, 7. Es kostet 4. Ja, wir können auch sie spielen schon direkt. Achso, stimmt, hast recht. Ja, mit Lifelink. Achso, hast recht. Dann hat er, glaube ich, ein Problem. Stimmt, ohne das zu spielen, ne? Ja. Kassieren erstmal 7 jetzt. Okay. Und dann können wir die als Einsatzblocker einfach da lassen. Flashen? Ja, wahrscheinlich auch irgendwie was. Ja, wir flashen den auf jeden Fall. Oh nein. Nein, nimm uns nicht noch einen Flyer, bitte. Mann. Wenn die Lifelinker, dann kämpft der gegen okay. Weil wir damit ziehen können, glaube ich. Ja. Cool, auch natürlich gut. Ne, der Reach, der kann durch fliegende blocken. Ja. Aber sonst egal sein. Dann brauchen wir eben noch einen Zug. Ja. Machen wir die Zopter gleich oder? Ich würde sagen, wenn wir jetzt die ist ein Spontanzauber. Ja, ne? Ja. Ja, würde ich sagen, machen wir. Okay. Boah, das ist aber schon schwer, wir müssen den 5-5 auf jeden Fall schon mal einmal blocken eigentlich, ne? Mhm. Aber dann können wir die danach das Mal danach machen. Mit dem Spectral Kill den blocken. Ich würde sagen, Scheiße. Okay, das ist blöd. Das ist jetzt richtig doof. Das sind 8 oder so, die wir kassieren, auf jeden Fall. Nein, mit allen angreift, auf jeden Fall, dann müssen wir jetzt tatsächlich blocken. Ja. Machen wir, ne? Wir machen erstmal hier 2. Ja. Können wir gut überlegen, nehmen wir die 1-1er für einen 5er von dem. So, und wie viel kassieren wir denn? 1, 2, das sind dann 5, sind 9. Müssen wir. Weil wir müssen jetzt halt rauskommen, halt, anders geht's halt nicht. Und jetzt können wir sie jetzt eigentlich spielen? Können wir nicht, für 2 Lebenspunkte. Oder spielen halt auch einen Flieger halt. Aber dann greift er trotzdem mit allem an. Wir könnten das halt machen, aber. Und noch ein. Da hätten wir noch 1, 2, 3. Blocken, dann können wir die anderen Sachen. Ne, Questing Beast können wir den noch nicht blocken, immer noch nicht, weil stimmt, Stärke 3 oder. Das ist egal. Schade, ja, gut, der ist halt gut rausgekommen, der ist halt ein Ghoul-Aggro-Deck, aber so reicht es auch nicht aus, um sie zu spielen. Sie kostet nur noch 1 Mana, ne? Ist das richtig? Warte mal, nimm mal weg. Dann müssen wir halt alle tappen. Enttapp vor Untap Creature. Ach so, ach, wir können 4 nur! Wenn die schon eher spielen können. Okay, stimmt. Ja, dann. 4 ist natürlich viel billiger. Das ist jetzt davon nicht die Seite. Aber es ist. Aber jetzt sind wir natürlich ausgetappt. Wir hätten es einfach eher spielen können. Wir haben Lifelink mit 7, ne? Stimmt, das recht. Und 8 sogar. Dadurch, dann würde ich sagen, stimmt, dass er mal getippt. Lifelink wird doch jetzt vorher gerechnet. Lifelink wird vorher gerechnet. Aber können wir Questing bis nicht blocken wir den 5-5er. Aber das ist schon der Ember Cleave, schätze ich mal. Ja. Aber trotzdem, trotz Ember Cleave ist. Und unsere anderen sind zerstörbar, wir können mit denen natürlich. Aber er kann mit allen angreifen. So gucken, wie viel wir kriegen, wie viel wir. Blocken Lost Truck, ne? Ja, auf jeden Fall, wenn er mit denen angreift. Ich denke, man wird nur mit Questing Beast angreifen. Wir kassieren allein schon mal 4, 7, 8. Nächste Runde können wir einfach nur mit ihr angreifen. Und dann spielen wir das auf den. Dann hat der nämlich 10, 9 und wir kriegen 10 Lebenspunkte zurück, tatsächlich. Jetzt wird er wahrscheinlich den noch raushauen. Vielleicht noch. Ja, dann muss Ambush, okay. Noch was? Hat er noch was? Bestimmt nicht, oder? So, theoretisch kann er immer noch eine Ember Cleave spielen. Ich habe das Lifelink stört ihn gerade mega. Eigentlich müssten wir den Crueler Pony eigentlich blocken. Also selbst wenn wir auf 0 kommen, danach Lifelink kriegen, sind wir halt immer noch im Game tatsächlich. Auf jeden Fall nicht so, ne? Wir greifen nicht an. Ja, die können nur einmal spielen, ne? Wir könnten halt jetzt alle da lassen. Wir können halt. Ach, der ist nicht gestorben? Hat er sich vertan? Er hat sich anscheinend vertan. Ah, der ist doch unzerstörbar! Jo! Ja, dann lass uns den Engel pushen und sie als Blockerin spielen. Ja, genau. Also, diese Unzerstörbarkeit macht einfach alles so krank gerade. Ja. Krass. Und dann einfach mit 10 rein. Hier, warte mal, er ist tot. Mit allen angreifen, ne? Er ist tot. Oder? Vielleicht. Er kann nur einen Block ziehen. Ja, vielleicht denkt er, dass wir. Jetzt hast du mich ganz so gezogen, aber er wäre tot, wenn. Er blockt den 2-3er? Hä, warum macht er das? Warum hat er das gemacht? Warum hat er den nicht geblockt? Ich weiß es nicht.
Annette! Oh, das ist nicht immer so schnell. Höre. So, okay, ich kann schneller. Aber egal, wir sind jetzt nicht. Mali, es ist doof. Viel besser. Siehst du, ne? So, was haben wir weg? Ich würde sagen, wir haben fast den Conclave weg, ne? Jo. Oder? Ja, ja, komm. Sehr auf beiden, ja. Toll, wir können diese Runde nicht mal. Es kommt getappt ins Spiel. Ja, Spiel jetzt in Pegasus, würde ich sagen. Pegasus. Pegasus. Ob das schon mal eine Kreatur, wo wir nicht angreifen können. Ja. So Tabu. Oh, Gott sei Dank nur mit drei. Oh! Ja, darauf war ich mir den sauren Apfel und beende dann zu. Cool. Ja, der Vision Questing Beast. Oder gleich kommt Demris Ambush und dann greift er an. Okay. Jetzt haben wir zumindest auf jeden Fall. Ey, wir können das sogar bezahlen mit Weiß, also von daher. Machen wir? Ja, wir nehmen wir im gegnerischen Zug und dann, können wir sogar noch opten, dann ziehen wir zwei Karten. Ja, machen wir so. Dann ziehen wir mit dem und mit dem. Ja. Müssen jetzt einfach Karten ziehen halt, ne? Basti spielt auch gerade, sehe ich gerade, ja? Arena. Achso, der Schock, der haut den weg, ja. Hat uns den schon angegriffen? Ja, zu seiner Endphase macht er das. Okay, mal gucken, was er noch macht jetzt. Ich schätze mal Questing Beast. Gesagt, wir oppen einfach nur. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Ja, oppen wir jetzt. Ja, können wir. Ja, lassen wir halt dann durch. Wir können jetzt die nächste Runde können wir schon zwei Flieger dann machen. Genau, ne? Machen wir die Flieger damit lieber. Dann oppen wir jetzt erstmal. Ja, oder. Ja. Oder, ja. Option, oder ja, Option ist besser, glaube ich. Okay. Option ist, glaube ich, besser. So was, warum blaues Mana oder irgendwas, was wir rampen können noch? Ja, behalten wir, ne? Ja, Lifelink, okay. So, deswegen Boot und halt noch einen Flieger, ne? Um sie halt rauszuhauen, ne? Auf jeden Fall, das ist richtig gut. Dann haben wir mit jetzt genug Flyern kriegen wir auch Seemacht dann aufs Feld sogar. Oder spielen wir jetzt das lieber? Jetzt damit, instant. Damit kriegen wir zwei, ne? Damit kriegen wir zwei. Dann haben wir noch, können wir noch 1, 2, 4. Ich habe eine Hand, 1, 2, 3 haben wir dann. Und wie viele Flyer müssen wir tappen? 4. Das heißt, wir können vielleicht die 3 erspielen. Ja, ja. Dann müssen wir zwei spielen. Dann haben wir 3 auf dem Feld. Lifelink auch einmal. Wie gesagt, den beiden uns dann hinter zum Flashen. Ja, okay. Und sie spielen wir dann. Gucken wir mal schon, was er macht. Es hängt irgendwie gerade. Okay. Es lag aber nicht an uns, es liegt an Arena, glaube ich. So, und er zockt statt unseren Stream zu gucken, dann beenden wir unseren Zug, ne? Ja. Und wir können im Notfall halt auch das spielen, einfach eine Kreatur tappen, je nachdem. Und dann können wir auch noch eine Karte ziehen. Wenn wir noch einen Flyer ziehen, haben wir es auch. Aber das ist halt die Frage. Wenn es halt übel wird, dann. Ja. Kommt auf alles. Wenn uns viel Schaden macht, halt, ne, dann müssen wir es tatsächlich machen. Wo nächste Runde, wenn wir das machen, dann spielen, tappen wir 4. Dann müssten. Ja, ne, wir müssen ja eine Ebene mindestens zahlen. Eine Ebene, ne? Tappen halt, ne? Aber ich fast sagen, wir ziehen eher eine Karte. Müssen wir gucken, was passiert. Wir ziehen ja noch eine Karte generell. Spannend. Bitte zerschieß nicht unsere Fliegenden. Bitte zerschieß nicht unsere Fliegenden. Greif einfach an und fertig. Oh, zerschieß unsere Fliegenden. Ja. Passiert. Ja, dann lass uns jetzt durch, ne? Weil ich würde theoretisch noch ihn jetzt tappen und dann kann er zumindest nicht angreifen, halt, ne? Tappen wir den und ziehen eine Karte oder. Oh, nächste Runde. Ich würde sagen, wir brauchen die Flyer, oder? Für Serum. Ja, auf jeden Fall. Dann flashen wir gleich ihn raus und ja. Dann passt es vielleicht, wenn wir das spielen, wenn wir noch einen Mana ziehen, können wir 4 spielen. Noch, wenn wir noch einen Mana ziehen, dann wäre es. Dann wäre es auf jeden Fall krass. Ja. Okay, nur 4 ist okay, sind wir auf 10, komm schon. Komm schon. Herz der Karten! Herz der Karten! Ja, den kannst du ruhig spielen. Herz der Karten! Herz der Karten! Ach, wir flashen uns. Magic Gott, wenn es dich gibt. Ein Mana mehr denn je! Wir gucken, dass er das richtig. Nein. Wir tappen jetzt richtig. Wir tappen ein blaues. Noch ein blaues. Eine Ebene. Ja, eine, und so noch eine Ebene. Eine Ebene und dann spielen wir. Lifelink Baby. Achso, können wir nicht? Wieso? Ja. Tap vor. Ja doch, du musst auch tappen. Ich dachte jetzt schon, weil das Mana schon getappt war. Was hat mit vor?
Bam, Alter. Läuft den 7-7. Gucken, ob er den wegkriegt. Wo ist denn Embercleave? Embercleave wahrscheinlich. Dann blocken wir bei den Schwächeren einfach, weil wir ja 7 Lebenspunkte kriegen. Ja. Oder haut den direkt weg. Boah. Okay, wen haben wir weg? Hat er was auf jeden Fall in Hinterhand. Dann müssen wir ihn blocken. Ja, oder wir lassen es durch. Aber dann sind wir tot, lass den blocken, weil wenn er dann den schießt, kriegt er nochmal selber nochmal 2 Schaden, wenn er mit Embercleave drauf spielt. Ja, stimmt, das recht. Soll er sich selber halt... Kolossus, ja. Okay. War natürlich auch möglich. Aber wir haben trotzdem Lebenspunkte zurückgekriegt. Ja. Komm, lass die nochmal ziehen. Ist das so eine Kreatur einfach, die nicht aushält? Wir können scryen, halt. Das ist gut. Wir können eine Cutscene hier mal lassen. Cutscene. Dann können wir den raus. Gut, damit können wir den rausnehmen aus dem Spiel. Müssen wir auch. Jetzt haben wir 2 Lebenspunkte. Und ja, wir haben 16 Lebenspunkte. Jetzt haben wir 2 Lebenspunkte. Da können wir sogar nicht. Autopay, dann. Ja, da ist dein Zutar-Goblin mal weg. Und dann werfen wir an, ne? Und hat keine Handkarten mehr. Ja. Jetzt sind wir nämlich an der Reihe, mein Freund. Ja, wie sich das gewendet hat, das Blatt. Ja, wir können jetzt immer mit dem eine Karte ziehen. Das ist ganz gut. Okay, ja. Greift er sich an. Okay, dann. Ja, würde ich sagen, dann ziehen wir eine Karte wieder. Der ist echt gut. Oh! Oh! Hoppala! Hoppala! 6, 8! Und alles Flieger, den kann ich nicht machen. Boah, Alter! Good game. Was macht er jetzt? Hallo, Queen Killer! Queen Killer! Hi! Sehr gut, Alter! Easy. Wie sagt der easy gerade so voll am Schwitzen, ey. Boah, Alter, Conclave hat uns den Hintern gerettet. Oi. Boah, so ein Commander-Flying Deck auch geil. Wir fangen an. Ja. Wir haben zwar keinen Lass mal weiter, dann haben wir Healer Hawk erste Runde und dann ziehen wir Blau nach unserem Glück. Ja, wir sind als erstes dran, los. Los! Ich hab die Jungs kaputt sein. Da ist das Mana. Und hier. Und noch ein Vögelchen. Das ist schon Ende des Jahres wieder rausrotiert, ne? Ja. Schade, oder Mitte des Jahres sogar. Nee, block mir nicht, natürlich nicht. Können sie aber jetzt zurückholen, das Leben. Oh. Ja. Ja, das ist ganz angenehm. Direkt gleich Combat Trick. Direkt blocken. Ja, Mann, für den Lifelink. Den Ferran könnten wir weghauen, aber ich will das eigentlich nicht. Nee, noch nicht. Noch nicht. Okay. Ja, ist ja alles wenn cool. Wir unter 10 Lebenspunkte rutschen, dann ist es. Dann ist okay, jetzt kriegen wir 5 Schaden. Ja. Ach ja, Monorot! Mit Monorot sind wir tot. Weil gerade haben wir auch gegen Adric gewonnen. Also wir schaffen das. Wenn wir den Engel üben, haben wir genug Flieger draußen Engel, haben. Wenn wir den Engel leben lassen. Und dann kann auch nichts gegen machen. Dann so. Kann er nichts dagegen machen, ja. So. Komm schon, gib uns einen blauen Mana. Oh, perfekt. Geil. Dann spielen wir jetzt den. Definitiv. Den erstmal. Ja, genau. Und dann soll er den lieber weghauen. Und dann, wenn er gleich angreift, machen wir Combat Trick, würde ich sagen, wenn er die 1-2-1 ja. Machen wir auf jeden Fall. Dann haben die alle nur. 3-3. 2, ja, dann hat er wegen First Strike, weißt du, dann bringt das nichts. Weil die haben doch nur 2-2 First Strike und wir haben 3-3 insgesamt. Achso, die haben 2 plus 2 genau, plus 2. Ach, genau. Ja, ich hab plus 2 plus 1. Ja, perfekt, dann ist es sogar richtig gut. Und die müssen wir jetzt rausnehmen. Und vor allem, wenn die jetzt angreifen, dann triggert sich das doch eigentlich nicht, oder? Triggert sich das so? Nee, doch, genau. Nee, es triggert sich das, dann kriegen, ja, wir nur, okay, kriegen wir gar keinen Schaden. Also. Resolve. Doch, Calamity triggert sich trotzdem. Das ist natürlich. Ist ja schon vorher getriggert worden. Dann müssen wir es jetzt unbedingt ausschalten. Das machen wir jetzt auf jeden Fall. Raus mit den Viecher. Raus mit die Viecher, so. Und er ist ausgeteert, das ist richtig gut. Zack, einfach mal seine Kreaturen aus dem Spiel genommen. Und nächste Runde mit Lifelink. Aber wir haben jetzt Lifelink gekriegt, Mann, ne? Noch ein Flyer raushauen. Boah, nee, und dann Flashwing gleich raus. Ja, nee, können wir nicht, weil wir. Können wir nicht, aber egal. Komm, hier, 4. Und 2 Lifelink. Boom! Oh, damit hast du nicht gerechnet, oder? Dann können wir einfach das spielen, nächste Runde die direkt spielen. Ja. Schock, oh, schade, er schockt den. Schade. Egal, wenn wir noch einen One-Dropper ziehen, dann passt das. Ja, pass auf, dann greifen wir jetzt an und dann flashen wir da heraus und ziehen eine Karte. Ja. Ja, können wir genau sogar machen. Ah, können wir nicht. Ich muss blaues Mana dafür zahlen, nämlich. Ach stimmt, das kostet hast recht. Wir haben nur. Ach, Meno. Das ist auch alles verzwickt hier. Verzwickt! Verzwickt dieses Mana-Management! Ja, soll er angreifen. Aber er kann uns natürlich immer. Sind wir genau, sicher, er hat nur 2 Mana, ja, diese 2 Mana. Genau, wir hätten ein bisschen Lucky. Wir kassieren jetzt auch mal 4 und wir machen 4 halt, ne? Also okay, soll er machen. Wenn ich nicht aufpasse, dann ist er gleich selber Damasch. Ja. Gut.
Wieso hat denn der eigentlich mehr Handkarten als wir? Der spielt doch Mono-Rot. Raus mit dem. Raus mit den Viecher. Komm, ein Flyer und dann. Dann geht richtig ein Luxi. Jawohl, jetzt kommt sie. Komm schon, komm schon. Oh, wie gut, Mann. Dass sie doch so günstig ist, ey. Ja. Einfach wir sind alle jetzt unzerstörbar und den kriegt ja. Er nicht weg, ey. Und der hat 8-8, ne? Ja. Es kommt direkt! Oh, Alter. Ende 4-3. Der redet weiter. So mit. Ja, war so. Behalten wir jetzt einfach. Wir haben ja, zwei Dinge, jetzt können wir was zum Kontern. Und wir fangen sogar an. Also. Zack. Zack. Ich würde sagen, das müssen wir auf jeden Fall im Stream nochmal separat das Deck nochmal in Ruhe spielen. Okay, Favorant hat der Greif da an, das ist okay. Schon wieder Mono-Rot, ey. Dann würde ich sagen, spielen wir sie, ne? Mhm. Und danach können wir noch opten. Oh, warte. Ja, okay. Es ist zu spät. One Base. Wir hätten noch 3 Schaden machen können, aber ich glaube, Ramp ist jetzt dann besser als ich. Können wir lieber opten gleich nochmal. Ja, aber wir sagen, lieber opten und dann können wir noch einen Mana spielen, haben nochmal einen Konter. Falls ihr nochmal irgendwas Mieses spielt, weil er anscheinend wieder dieses. Und übernimmt die Kontrolle von irgendwas. Ho. Damit hast du nicht gerechnet. Ja, auf jeden Fall. Ziehen wir nochmal eine Karte. Bitte zerschießt den nicht. Bitte zerschießt den Weißen. Nein! Okay, weißt du schon, was weg ist? Was der halt Rally of Wings haut, der weg, wenn er schlau ist. Muss er. Nee, konnte das ja völlig okay. Na, wollte gerade sagen, das ist viel zu krass. Okay, dann. Ich will jetzt erstmal den ziehen, erstmal eine Karte und dann gucken wir, was je nachdem, was wir ziehen. Okay, das ist gut. Ja, gut, dann würden wir jederzeit wir können schön abfahren. Dann greifen wir mit allen an, oder? Kommt, ja. Das heißt, gehen jetzt in die Führung. Dribble ist natürlich eine richtig gute Karte. Verdammt, das hat eigentlich nimmer und Dribble. Überleg mal jetzt Rally of Wings und wir da gleich angreifen würden, wie krass das wäre. Ja, keiner Blocks das Spiel, sondern nochmal Dribble spielen. Dann ist Conclave wahrscheinlich weg. Oder der Konter ist halt seine Entscheidung halt, ne? Regisaur ist perfekt. Conclave ist da. Voll gut. Dann würde ich sagen. Zahlen zwei Lebensmittel und tappen sogar. Warte. Ja. Spiel doch für 2 den Flyer und mach die 7er Seraph raus. Ja, hast recht. Hast recht, bevor uns die abwirft. Ja. Jetzt können wir es endlich machen. Ja. Und dann kommen wir sogar noch. Ne, jetzt haben wir sie ja dafür, ne? Aber ja. Egal, kommt nicht so eine Conclave. Boots. Ja, stecken wir nochmal ein und gucken, ob er ein Removal dafür hat. Eine Handkarte abwerfen. Schön, ne, Embercleave, aber wir brauchen ein zweites rotes Mana. Das braucht er noch. Wenn er das ist, dann greift er mit Embercleave an und wir sind tot. Ja. Ne, sind wir nicht, weil wir mit dem einfach den blocken und dann kriegen wir 7 Lebenspunkte. Keine Ahnung, machen. Ja, ich spiele auf jeden Fall Embercleave. Ja. Blocken wir den. So. Ja, warum mache ich Embercleave? Wir haben trotzdem Lifelink. Wusste ich so. Das war jetzt so offensichtlich. Ja. Das war ja voll überraschend. Und wir haben jetzt trotzdem Lifelink. Zack, 6 Lebenspunkte. Ey, es ist vorbei, oder? Wir können den vollkommen auf Kreaturen tappen und ihn einfach weghauen oder Embercleave weghauen. Es sind 8, es sind 10, es sind 12, es sind 15, es sind. Mit dem greifen wir nicht an, ne? Ja, aber warte, wenn wir so rechnen. 4, 12, 14, 17. Echt? Ja, 17, ne? Oder? Warte mal. 10, 12, 14, 17. Ja. Also wir können mit allem. Oho, Max! Bam, ich... Alter! Haben wir jetzt auf oder machen wir noch eins? Komm. Ich meine, wir haben eh Zeit müssen. Sofort. Auf jeden Fall. Ich ziehe so eine Karte nach. Können wir den flashen, spielen danach sie. Ja. Wenn wir noch ein paar Flyer spielen, dann ist das Game auf jeden Fall. Hoffen wir mal, jetzt sind wir wieder so motiviert. Dann müssen wir auf jeden Fall das mit 2 Mana bezahlen, leider. Okay, Golgari oder John Sacrifice oder Sacrifice. Action. Oh nein, oh mein nicht Gott, schon wieder! Junge, ist die Kacke. Ich muss jetzt schneller sein als er. Aber schön, wenn ihr wieder Bonkisch habt, jetzt hätte er kein rotes Mana gezogen. Okay, spielen wir, greifen wir es an, ne?
Und spielen danach Bleu. Alter, vier Flyer kommen schon schnell. Und du findest halt nicht nur Mana nachziehen, so wie jetzt zweimal. Also das Blaue war noch okay, aber noch ein Lucky Flower. Oder jetzt kommt der Innkeeper, pass auf. Lostruck Beast. Jetzt kriegt er 2-1-1er Menschen. 4-1-1er Menschen. 3, oder? Oder? Ne, jedes Mal zweimal. 4. 3, das ist 3. Nur 3. Flyer. Das ist ein Flyer, auf jeden Fall. Oder ja, als Konter, ne? Erstmal als Konter, dann als Flyer. Ja, als Konter. Als oder Konter. Im Notfall halt zum Blocken. Das fängt einen an. Schwierig. Ja, wenn er Murderous Rider oder so spielt, dann können wir halt, wenn er Slummer spielt, können wir es halt. Es Konter, dann kopiert er das auch nicht, ne? Okay, das könnt ihr gerne machen, zwei Karten ziehen und boah, Alter, jetzt zieht natürlich jetzt drei Karten. Mein Gott, ey. Das ist natürlich gut. Warum haben die zweimal Lucky Clover auf der Hand? Aber wenigstens spielt er nicht Bonecrusher, aber spielt dann die ganzen anderen miesen Beanstalk und sowas, dass ich so viel Mana ausziehen kann. So ein Deck habe ich ja eigentlich auch, so ein Adventure-Deck noch im Petto, was eigentlich auch fertig ist. Ja. Müssen wir mal präsentieren, mal. Na, ein bisschen mal zeigen. Ja. Haben wir uns ja, da weg? Nee, lass sie. Ja. Lass die 3-1er durchgehen, ruhig. Und dann, ja. Ja, auf jeden Fall die 4. Nächste Runde können wir dann den spielen und die direkt rausholen. Ja. Ich hoffe nicht, dass er jetzt nächste Runde. Jetzt spielt er wahrscheinlich Murderous Rider und haut zwei unserer Kreaturen weg. Ich hoffe einfach, dass er kein zweites schwarzes Mana hat. Er hat das oh mein Gott, du sagst es auch noch nicht. Das ist Murderous Rider mit Sicherheit. Wird das jetzt spielen. Time okay, Innkeeper und jetzt kommt Murderous Rider. Karte ziehen und nochmal drei Karten zerstören. Okay, er spielt den Death Toucher, das ist okay. Bitte. Okay, jetzt hat er kein schwarzes Mana. Okay, das heißt, nächste Runde. Ist Seraph da. Dann brauchen wir nicht mal. Dann haben wir gewonnen. Oder? Alle plus zwei, wir swingen rein. Fliegend. Mit damit. Also, wenn es klappt. Sind 12. Okay. Wenn es klappt. Okay, er hat 11. Er hat 12. Nee, er triggert wenn, sich alles wenn wieder. Wenn er 12 hat, triggert sich dreimal, ne? Zweimal. Also, dreimal. Schade. Ja. Jetzt hat es geklappt, sonst hat es geklappt. Kannst einen blocken. Achso, ja, ich hätte ja einen Block. Ja, Entschuldigung, jetzt ja, dann spielen wir Seraph halt jetzt, ja, ne? Ich, auch ich hab Angst, dass er die zerstört, ne? Schade, Rally wäre so gut gewesen. Es wären es genau 12 gewesen. Wenn er nicht seinen Smitten da gespielt hätte. Ja, egal, jetzt spielen wir halt Seraph, dann muss er sich auf die konzentrieren. Ich meine, wir können sogar noch einen Flyer dann spielen. Falls er noch was spielt, haben wir noch einen Konter. Oder wir spielen jetzt die jetzt, dann muss er sich auf jeden Fall auf die... jetzt die, damit er sich auf die konzentriert und... Ja, dann können wir nochmal Rally spielen. Also. Ja, genau. Und die sind halt unzerstörbar, das heißt, er kann nur sie zerstören. Wir können ja Rally spielen dann nochmal. Ach so, ja, stimmt. Wenn er angreifen sollte. Du hast recht. Und die sind unzerstörbar, ne? Hast recht. Viel. Ah. Ja, wir waren doof. Wir waren doof? Ja. Wir hätten die alle enttappen können, ja, genau. Angreifen können. Ja. Nein! Wir hätten gewonnen. Nee, hätten wir nicht. Hätten wir nicht. Oder? Wir hätten gewonnen. 12, 16. Nee, er hatte einer Sozium. Es wären 12 gewesen. Ja, okay. Okay, Smitten spielt er schon mal. Okay, er sucht seinen Murderous. Aber er kann Murderous nicht mehr spielen, seitdem er hat noch einen Mana. Scheiße. Bitte, Daumen drücken. Komm. Oder hoffentlich vergisst es. Der schüttet einen von den Kleinen. Und, okay, Lost Rock Beast. Das bringt ihn bis jetzt nicht. Okay, zwei Mana hat er noch. Dann war es das doch jetzt, oder? Jetzt haben wir so, wir können ja eh wieder entlappen, alle unsere Kreaturen. Ja, deswegen, aber. Also, das weiß aber wir sind doch fliegend. Achso, ja, aber. Ja, aber er greift. Achso, er will mit allen jetzt angreifen. Ja, und genau. Und wir machen dann unseres. Und dann greifen wir mit allen an. Ja, genau. Perfekt, ja, hast recht. Boah, das ist so gut jetzt. Er rechnet damit gar nicht. Ne, er greift jetzt mit allem an, was er hat, ne? Ja. Aber er weiß, dass wir auch live gehen hätten, theoretisch, ne? Richtig. Hä? Ah, der hat Hubs hat sich verklickt. Ja, ein Block auf jeden Fall. Ah, zweimal fast durch Dummheit gestorben. Mann. Oh. Ja, wir werden auf jeden Fall das Deck nochmal ordentlich streamen. Ich meine, jetzt haben wir jetzt zum Ende hin nochmal ein Stündchen, glaube ich, gemacht. Ja. Ich weiß noch nicht, was ich aus dem heutigen Stream für ein Video mache bei YouTube. Vielleicht Nein, einfach eine Mischung aus beiden, Celestia und Dingens. Ja. Vielleicht einfach nochmal, vielleicht auch das Video, wie wir das Deck zusammenbauen oder zusammengebastelt haben. Ja. Aber ja, es wird dann sonst zu lange dauern. Ich guck mal, wie ich das halt schneide.
Genau, ihr wisst ja wie immer, falls wir spontan nochmal streamen sollen, das sprechen wir immer ein, zwei Tage vorab, schreiben wir es auf das Terminboard. Und ansonsten wisst ihr, donnerstags 15 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn wir euch wiedersehen würden. Haut rein, macht euch noch einen schönen Abend. Tschüssi!